Leute, kommt zu einem neuen Video von heute. Ich euch mal, wie man den Hund Sitz beibringt, wenn es ein Kommando, den jeder Hund beherrschen sollte. Welpen, das ist eigentlich ein Trick, wo ganz einfach geht. Und dazu gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, den Sitz beizubringen. Ich zeige euch beide mal und sagen, los geht's und viel Spaß mit diesem Video. Falls ihr noch irgendwelche Videotricks oder Tricks, wo es zeigen, wo man den Hund beibringen soll, lasst es mir in den Kommentaren wissen. Und jetzt los geht's. Für Beginn braucht ihr Trainingsleckerlis, so Leckerlis, das hat nicht so oft bekommt, was Besonderes ist. Die erste Möglichkeit, ihr nehmt das Leckerli und führt es über die Nase, so dass man sich hinsetzen muss. Dann gibt gleich das Leckerli, ihr geht dann zurück, pass auf, und dann ein ganzes Leckerli über die Nase, so nach hinten führen. Ihr gebt dann das Leckerli, pass auf, das Leckerli über die Nase führen. Ein Leckerli, komm hier noch einer und wirklich schauen, dass es hier über die Nase so nach hinten tut, dass man sich quasi hinsetzen muss. Wenn das gut klappt, können wir jetzt mal einen Sitz dazu geben. Sitz, fein! Wieder belohnen mit, ihr könnt es auch mit Klicker machen. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wo man einen Klicker beibringt und so. Und macht es jetzt ohne, dass ihr auch wieder mitmachen kann. Sitz, fein! Wenn das gut klappt, macht ihr es mit dem Handzeichen, Sitz, fein, das sieht so aus, aber wirklich, wenn das ganz gut klappt, das Sitz, dann hört ihr auf, das Leckerli über die Nase zu führen. Wenn das ganz gut klappt mit dem Kommando Sitz, benutzt ihr eben das Handzeichen, Sitz, nein, Sitz, fein, ist ein bisschen nervös, weil ich rede nicht dazu, dann auch was will ich von ihm. Genau dazu musst ihr bedenken, weil hier habe ich es jetzt in ein paar Minuten erzählt und wenn ihr das mit eurem Hund macht, braucht ihr wirklich länger. Manche haben es in ein paar Tagen. Meistens ganz einfach, es müsste in 3-4 Tagen in der Woche gelernt sein. Aber es gibt auch Hunde, die brauchen wirklich dafür länger. Also hat mit eurem Hund Geduld, wenn er ein bisschen länger braucht und so. Macht es Schritt für Schritt, trainiert, mehr trainiert lieber. 3-4 Mal am Tag und dafür nur 5-10 Minuten. Kommt drauf an, wie lange euer Hund lernt. Das steht jetzt ja schon ein bisschen, dass ihr hier stillhaltet. Genau, habt einfach Geduld mit eurem Hund. Das ist eigentlich ein sehr einfacher Trick. Ein Grundkommando, man einfach immer braucht, auch wenn man spazieren geht oder so. Genau. Sitz. Fein. So soll es dann aussehen, so eben die erste Variante, und denkt dran, macht eben die Schritte an mehreren Tagen, jetzt ist so alles auf einmal nur erstens wirklich klappt, für die zweite Variante, aber für ganz große Hunde ist hier eben nichts, weil geht es darum, den Hund in hier Rinder zu drücken, und eben bei großen Hunden hier das eine Kraft und bewirkt es nichts, wenn ihr hier, dann müsst ihr so einen Ristig festdrücken, also ja. Könnt ihr auch ausprobieren, aber für große Hunde kann ich euch eher das erste empfehlen. Also wenn ihr so als erstes geht, ihr einfach den Po runterdrückt, ihr ihn gibt es leider nicht. Macht er wirklich so oft, ja, sieh auf, bis der Hund schon das ganz gut merkt. Der Hund merkt, der setzt sich schon fast alleine hin auf, wie ihr jetzt merkt. Wenn er das gut kann, könnt ihr das Kommando Sitz dazu tun, der ist gleich das andere Sitz. Und ihr merkt, aha, der macht es schon fast allein, benutzt ihr eben das Handzeichen dazu. Auf, Sitz, Supi. Genau, ich muss sagen, ich bezuge die erste Variante, ist die erste Variante einfach schöner. Aber es gibt eben Leute, bei denen funktioniert die erste Variante nicht. Baby, was machst du, hä? Was machst du? Genau, es gibt eben Hunde, da funktioniert die erste Variante nicht. Ich schicke auch immer auf Seite. Aber wenn ich würde erst eher sehr Variante
Machen wir die, finde ich persönlich schöner. Genau, das war es auch schon. Falls noch irgendwas unklar ist, falls noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in den Kommis und dann ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Yoshi sitzt.